Einen wunderschönen guten Tag. Morgen ist der nächste Trödelmarkt und ja, die Freude ist schon wieder sehr groß, das für Vieh überzeugen zu können, das zu machen. Und mein lieben Onkel, das ist jedes Mal eine Wahnsinnsaktion. Ja. Bier ist bereit, das sind die letzten Kisten. Im Keller meines lieben Onkels steht schon sehr viel mehr. Ich habe gerade Fanpost ausgepackt mit Mutti und Vati. Und jetzt kommen noch die Reste von irgendwelchen Sachen hier mit in die Kiste rein. Der Trödelmarkt steht wirklich kurz bevor. Freust du dich? Mhm. Die ganze Woche überhaupt nicht schlafen können vor lauter Freude. No, ich gucke gerne so dein Zeug an, du hast schöne Sachen. Ich würde gerne einiges so mitnehmen. Auerhahn, Faultier, fette Huhn, ja, das sind Frauen. No. Wir haben als Kinder viel zu wenig von solchen Sachen gehabt. Also besonders stolz bin ich auf mein Autogramm von Christoph Metzelder. Metzelder, da war noch was. Ja, das war noch bevor er cool wurde. Ja, schon klar. Ja, also es ist alles vorbereitet und ich sage jetzt einfach mal gute Nacht. Das ist nochmal scharf hier. In 5 Stunden klingelt der Wecker. Naja, aber bevor es schlafen geht, gibt es natürlich noch eine Mahlzeit. Die Küche sieht aus, das ist natürlich Zustände. Naja, es ist immer halt zur neuen Call of Duty Season, da kann man auch nichts machen. So, das sieht doch gut aus. Ganz ist. So. Hungrig zu Bett gehen, das gibt's nicht. Das ist eine Baba-Mahlzeit. Absolut. Unhebbar. So, los geht's. Unendliche Trödelmarkt. Wut! So, das ist ja Wahnsinn. Es ist jetzt erstmal gerade 7:30 und der Trödelmarkt ist ja schon voll. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also das ist ja fehlende Worte, das habe ich auch selten gesehen. So einen massiven Andrang. Aber das Wetter ist einfach perfekt, da kann man nichts sagen. In dieser wunderschönen Stadt Dresden. So, die beiden sind da und schon wieder völlig fertig auf den Nerven. Ja, wie man sieht, hat der Mann selber was mitgebracht. Naja, der Fall hat was mit. Mein Frühstück wird erstmal eingenommen. Ich bin gleich weg. Nee, bitte nicht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sie sind der erste Gast, guten Morgen. Na echt mal. Und was steht denn zur Sachlage? Ich freue mich. Ich mir auch. Ich weiß noch nie ausgesagt, so richtig. Das ist schon wieder wie immer ein Chaos und der Wahnsinn. Ja, dann wissen wir mal. Guck mal, sogar der Jesus am Kreuz, ist, alles ist da. Alles. Schlicht und ergreifend alles. Das ist schon wieder der Wahnsinn. Da wird gewühlt, wird gehandelt. Aber was ich ein bisschen sehr schwach finde bisher, ist die Beteiligung der anderen. Wo ist denn der Schänder? Das ist alles der Wahnsinn. Da kannst du gar nicht öffnen. Junge, das sind Fakten, die hier gesprochen wird. Die Aufregung im Gesicht der Leute, das ist einfach schön. Die erste Ehrenwerte-Uniform wurde auch dorthin gespottet. Das macht mich spitz. Wollen wir ein Bild machen? Ja, aber sehr gerne, bitte, Mann. Kommen Sie her, wühlen Sie, tauchen Sie. Der Stress in dem Gesicht dieses Mannes erregt mich. Für 5 Euro bitte. Geil. Ich trinke jetzt Gelb hier, stell mal rein. Ja, dann wird's mal Zeit. Ja, das ist wirklich peinlich. Also wenn ich bin der Einzige, der nicht saufen kann, aber trotzdem wird hier nicht gesoffen, das ist wirklich schlimm. Ich frage mich, was die Ausreden der anderen sind. Was ist deine Ausrede? Unchristliche Tageszeit. Kein Problem, wo haben wir es denn hier? Irgendwo liegt der Herr am Kreuze. Ist schon wieder geklaut worden, alles klar. Oh, 50 Cent. Oh, 1 Euro. Echt? Kriegst du mal 2? Vielen Mädel. Die Kamera muss immer andere Regeln mehr, das ist gut. Das funktioniert auch bei allen hier. Könnten auf jeden Fall mehr Gäste sein, das stimmt. Nee.
viel Arsch. Das ist gut. Fotografie. Wunderschön, Männer sind endlich zurück. Ja. Das macht mich glücklich. Ne, wie läuft's bei euch? Max, wollen wir einfach um 9 hier abhauen und uns dann nochmal zusammen ins Bett legen? Der erste Gönnergy wurde genossen. Noch vor dem ersten Bier. Leider die falsche. Noch einen dabei. Ja. Will jemand eigentlich ein Bier? Wenn wir jetzt mal schon hier sind. Ja. Na, endlich sagt dir mal einer, ja, ich fasse das nicht. Ja, das, das ist sehr gut, sehr gern. Der hat ja noch ein paar Haare. Ja, Mann. Mir auch was. Jawohl. So, 16 Worte, oder? Ich bin 37. Ja, ja. Na gut, dann. So, wir haben es mittlerweile 8:30. Ist eigentlich noch gar nicht mal so spät. Es läuft bisher ziemlich gut. Fotos werden gemacht. Die Leute haben Spaß. Ja, ja. Ja, Max. 50 Cent. Haben Sie Spaß? Ich habe sehr viel Spaß. Alles Spaß. Oh, das ist ein großer Uwe Kubikmeter-Fan, der hat Blick. Geil. Buggy. Euro, so beides. Max Müller. Dankeschön. Warte mal, ja, Mama, viel Spaß. Mach ich mal zu. Ich habe gar keine Fragen mehr geäußert bezüglich der Beiträge. Wird einfach überreicht und erworben. So gefällt mir das. Die Männer da hinten sind auch schon glücklich. Das macht mich, das ist wirklich geil. Das ist wirklich, wenn du mir sagst, dass die Mauer nicht mehr steht, Fadi, dann weiß ich auch nicht. Dreh dich da einfach mal um. Das ist eine Zeitreise sein. Das macht mich glücklich ja. Alles. Wer? Zeitreise sein. Hey. Du bist wunderbar darin. Lass es dir schmecken. Prost. Vielen Dank. Oh, das ist auch gut. Ich hab unironisch das erste Mal. Echt? Sonst kein Feuerzeug, Bier und so Mensch. Was kriegst du sonst noch beim ersten Versuch hin, wenn ich die Kamera habe? Bitte schön. Alter, vielen Dank. Wenn der echte Sartre schon nicht da ist, wenn dieser wunderschöne Mann. Vielen Dank. Dieser Kuchen. Das ist mein Frühstück. Den gibt's hier auf dem Grillmarkt. Das nun mal mag. Ich liebe. Das war doch mal von der Mutter. Das war mal von der Mutter, die Taschen. Das weiß ich noch. Das ist alles traurig. Echt angenehm. Sollen wir wirklich Zeit lassen? Ja, kannst du Zeit lassen. Na gut. Lass mal noch fix ein Foto von mir machen. Eine Meisterschaft. Das ist peinlich. Prost. Endlich ist der Mann da. Alter. Nein! Wenn Sie was. Jawohl! Fadi, ist mal Zeit für ein Bier? Blutdrucksteig. Scheint einfach nicht zu schmecken heute. Moment, 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 ich muss erstmal. Ich glaube, hier wird mir jetzt Bier angeboten. Ja, oh, einer von der Ödi Gang. Ich hoffe, du hast die. Die habe ich gesehen. Ja, okay. Ja, wer so Bescheid. Ja, logisch. Naja. Ja, logisch. Was denkst du, wenn man das T-Shirt gekauft hat? 200 Euro. Kommen Sie bitte mal her. Ich habe vorhin mehr oder weniger im Scherz gesagt auf die Frage, was ich für meine Jacke haben will, den Dachshund davon. Jetzt kommt dieser Mann wirklich ungefähr eine halbe Stunde später an mit diesem gottverdammten Dachs. Und Jungs, soll ich nicht mal Sündchen? Einen Moment. Dankeschön. Das ist geisteskrank. Das ist die Originale? Das ist in der Tat die Originale. Nimmst du bitte mal gegen die? Das ist mein Geschäft. Vielen Dank. Gerne. So. Ich habe gefragt, ich will wenigstens ein Bild, wo ich ja habe. Genieß es. Brauchst du ein schönes Autogramm? Kannst du dir bitte mal ins Auto stellen? Ich kann den ja nie mitnehmen. Den nehme ich dann demnächst entgegen. Ja, mit dem Fahrrad. Das haben wir schon. Ist das ohne Milch? Enrico? Ja. Schmeckt es dir nicht? Das ist alles auf Lärm. Das ist knallt. Der Pfeffi wurde schon in rauen Mengen genommen. Oh, Henry, ja, das ist alles nur Diebesgut hier, was willst du? Warteschlangenboot. Na, Statement-Sachlage, dann wird wieder Socken verkauft. Ja, ich finde das wunderschön. Ich habe auch schon ein ganzes. Echt? Hast du schon welche verkauft? Nein! Was? Achso. Mensch, muss man das sagen, wenn du hier und so. Alter, sag mal, schmeckt es dir nicht? Ich weiß halt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja.
ansonsten könntest du den Flötenmann nicht ersetzen. Nee, ich kann das wirklich nicht, weil ich hab ein bisschen zu viel Fett. Ja, niemand kann den Flötenmann ersetzen. Nee, das nehmen wir Geld. Junge, das Handwerk! Oh nee! Und? Na Enrico, was suchst du heute eigentlich hier Schönes? Ich suche Stress und zwar mit alten Männern. Da gehen wir gleich wieder hin zum Stand. Jetzt gucken wir erstmal, was hier Schönes abzustauben ist. Oh, stimmt, ja, so eine Bravo wäre auch nicht schlecht. Alter! Obst und Gemüse. Ja. 4 Stück 2 Euro, das ist aber ein sehr guter Preis. Junge, die Drecks. 4 Stück, also 1, 2, 3, 4? Nee. Hast du die Finger? Mein Gut. Aber das ist ein sehr guter Preis. Ist schon Spargelzeit? Das ist wie verdammt gut, muss ich sagen. Ja. Irgendwo ist hier ein Haken. Ja? Wie findest du eigentlich die Brille? Eng. Letztes Jahr das ist jetzt, also das war ja dein Besitz, das ist ja jetzt meine einfach. So, jetzt erstmal das richtige Frühstück nach dem Kuchen. Dann zu Bravo. Das ist das erste, was ich heute esse und ich bin schon hier dicht. Wie so. Ja, ey. Moin, moin. Servus, moin. Der Gurkensohn hier, der würde mit KI-generierten Verkaufsgegenständen reich werden. Da gibt es die ausgestopften Tiere übrigens. Da kommt auch der Dachs her. Oh, der nächste miese Drecksack ist eingetroffen. Mann. Das größte Hassobjekt der Gesellschaft ist nun eingetroffen. Na, box den da mal um und mach immer nur so Ansagen, Alter. Der muss einfach weggeboxt werden. Wenn man etwas hasst, darf man sich nicht die Finger schmutzig machen an dem, was man hasst, sondern an dem, was man liebt. Ist das nicht der Arbeitszeit selber anpassen? In der Tat. An dieser Stelle gehen Grüße raus an Frederik Seib, der ist übrigens sehr beleibt. So, dieses wunderbare Corona ging gerade auf den Nacken eines Herrn hinter mir. Und irgendwas geht schon. Mal gucken, ob ich es überlebe. Mehr als 5 Meter weit weg, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Das schmeckt ungewohnt. Warum? Ja, nee, das ist lange her, also das ist selten. Also. Das fühlt sich richtig an. Wir waren jetzt ungefähr 20 Minuten weg. War das eine angenehme Zeit für dich? Ja, auf jeden Fall. Warum soll ich denn hier? Ja, gib mal einen Öffner hier, oder? Ja, Rode! Bier, guck mal, hier hängt es wieder da. Das ist ja wohl. Stimmt, hier ist ja wirklich ein Bier. Das ist einfach schön. Obala! Hey! Ja! Ja, Max, ich will da auch trinken. Meinen schwarzen Freund vor der Ohren. Das geht doch auch gut. Mein Bruder, sag mal, schmeckst du nicht? Das ist. Das ist von dir. Den Hundenkrebs? Nee, das hier. Das hier. Schwarzes Pollenfutter. Sipp, mach mal leer den Geldbeutel. Naja, schmecken lassen. Danke gleichfalls. Warte mal, mach mal Eigenwerbung. Ha, Kelly, hier steht noch Fenty. Der gute Oldesloher kommt. Hashtag Werbung drunter hier. Grüße gehen raus an den goldenen Handschuh. An Fritz Honka. Genau. Guter Mann. Genau. Schnitz. Ja. Besonderes mit, das muss mitgeschnitten werden. Hoher Besuch ist eingetroffen, der echte Joe. Ich fasse es einfach nicht. Junge, also, Finch Händler, der Hector Panzer, Pfeffi mit dem schwarzen Etikett. Alter. First Edition von Händler hergestellt. Die kenzeln uns weg. Das ist mir scheißegal. Mir auch. Die Wand bitte. Wo ist denn der überhaupt? Das ist eine gute Frage. Der Kamel ist dazu. Ich glaube, da kommen sie. Ja? Das ist vom Schänder, oder? Das ist von mir. Der wäre schnell. Haben Sie das aus der Kiste? Das ist nicht von mir, das ist von Enrico. Alles okay, Mann. Das ist alles geil. Das ist geil. Der Wahnsinn, der jetzt kommt. Greif, nimm einfach. Bitte nicht in die Ware. Was ist denn das eigentlich für eine Scheiße schon wieder? Ist das geil. Schau mal, mein Freund, es ist gerichtet. Ja, diese Mindest-Shisha macht mich übelst geil. Kameltreiber-Shisha, nur 4 Euro im Angebot. Auf gar keinen Fall. Ich
Wenn du Shisha brauchst, ich hab Shisha. Also vielen Rattenapfel mit dem Riesensack Kleingeld, die Snacks und alles in den Lachsschinken und den Lachskopf ebenfalls. Ja, gar kein Problem. Ja. Wie bitte? Ja, I. I. Sagen wir mal, das ist selbstverständlich. Ja. Das ist korrekt. Vielen Rattenapfel. Wie viel willst du mit dem Hut? 1 Euro. Kannst du wechseln? Ja. Kann man darauf unterschreiben? Selbstverständlich. Vier. Ist das nicht einfach wunderschön hier? Und dann ist ja einfach dieser massive Sauerhaufen aus Leuten. Ich glaube, Enrico macht da Kunst. Also macht er mit uns Thumbnail. Freikörperkunst. Im Seif ja eigentlich niemand. Ich muss halt doch warm fahren. Alter, der Penner ist schon raus. Naja. Ja, los, jetzt. Ja, los. Bügeleisen, die sauren Bohnen kippen. Nein, bitte nicht. Herr Herzberg, das Bügeleisen für 1 Euro ist voller Kleingeld. Hast du aufs Bügeleisen? Da ist Kleingeld drin? Ja, ich habe das für 1 Euro erworben, Herr Herzberg. Hey, Junge, ich kann das nicht filmen, aber ich kann das filmen. Oh nee, jetzt habe ich die Scheiße aufgemacht. Das ist vom Ripper. Oh nee. Wollen wir das lieber drauf tun? Bitte bring das nicht zurück zum Stand, danke. Das nee, das nehme ich. Oh, ich. Das schmeckt da übelst nach Hundefutter. Danke. Was soll sonst schmecken? Ist doch nicht mal Hundefutter. Unglaublich. Das ist Bonefutter. Vielen Dank. Vielen Dank. Schmeckt es nicht? Ja, doch. Cool, der Oldersloh. Hallo. Das macht mich einfach nur glücklich. Stabiler Hut übrigens. Vielen Dank. Herr Hut. Das Grundgesetz. Statement zur Sachlage. Ich bin bewegt mit dem Boden des Grundgesetzes. Wunderschön. Das macht mich immer nur glücklich. Mit der Flasche hier weg. Ich sag's zum letzten Mal. Endlich greift der Mann mal durch. Ja, sehen wir nur. Ja, da vorne ist übrigens der massive Fan-Treffer. Das ist mir scheißegal. Also die Leute kommen immer wieder her saufen und die anderen Standgäste hier, die übrigens nichts verkaufen, deswegen sehr gereizt sind, die werden immer wütender und mahnen uns hier. Das Leergut, das ist ach, das ist alles geisteskrank. Max? Ja? Mach's gut, ich wünsche dir was Schönes. Danke, gleichfalls. Genieß es mit der Jacke. Mach's mich richtig spitz. Drehst du wieder nochmal um, dass die Leute auch verstehen, was. Die Jacke habe ich heute getragen und der Mann hat wirklich den DAX. Ich hab's ja gesehen, aber. Mit seiner Unterschrift. Ich komme noch nicht drauf klar. Meister August und Mainvieh. Du bist wirklich ein feiner Mann. Echt, mal, du machst nicht. Ich hoffe, du versteigerst die Jacke und machst den doppelten DAX. Auf gar keinen Fall. Echt jetzt? Ja. Also ich wünsche dir viel Spaß beim Rummel. Danke gleich. Klar. Ganz. Gib 5 Euro. Ich fahre jetzt kurz nach Hause, bring mein Zeug heim, zieh mich um und dann geht's auf den Rummel. Also ich gehe dann wieder rüber. Bitte halt Stellung. Ja, mach ich. Ein Stück Euro. Jawohl. Ja! So suche ich Zeit. Es artet wirklich zunehmend aus. Ich hab vergessen, wie der hält. So. Umgezogen, Alter. Ich bin völlig durch in der Birne. Den ganzen Kram nach Hause gebracht, damit es dann direkt zum Trödelmarkt gehen kann. Was für eine absolute Endpsychose. Oh, Junge. Junge, MyLab, Alter. Vertrauen ist gut, verstehen ist besser. Junge, das ist wirklich der nackte Wahnsinn heute. Und zwar ist die Frage, warum du nicht säufst. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, weil du nicht mitsäufst. Das ist auch schade, ich habe mir vorhin in Corona reingequält, nur für euch, jetzt werde ich dann wieder denunziert. Also, na, geht doch, jetzt können wir ein Foto machen. Mhm. Jawohl. Was? Nur so nah. Endlich, das erste Bier. Ich habe von der Stunde meine Blutdruckstablette genommen. Schön warm, das liebe ich. Wie lange ging es gestern noch? Ich sag mal so, Industriegelände. Ach! Blügelord! Alter, Statement? Blügelord! Heute wird sich flüssig ernährt! Es gibt kein Statement mehr. Nee. Alter. Es wird sich grundsätzlich distanziert. Endpsychose, Alter. Den Backstreet Boys singen. Hagebutten!
Vielen Arsch! Hagebutte! Na Junge! Das war doch geplant von langer Hand, du Sau! Nee, danke! Traut euch! Kommt zu mir! Hör auf, wir lügen raus! Hagebutte! Hagebutte! Haben wir eigentlich heute schon mal? So, jetzt wird hier zusammengepackt. Ja. Denn der Rummel ruft, aber wahrscheinlich nicht für euch. Was ruft denn für euch? Oh, Mutti. Das Bier beim Haju? Wenn ich schon tot wäre. Das ist alles so geisteskrank. Mahlzeit. Zeit für ein Foto? Na, immer gern. Ja. Wie lief es bei Ihnen heute? Oh, es ging. Es ging, aber es könnte besser sein. Cool, danke, Mann. Danke gleichfalls. Bist du noch interessiert an Arbeitskleidung? Nee, ich bin voll, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja, vielen Dank. außer von McDonald's. Das ich habe Flaschenpost. Flaschenpost? Ja, ich würde sie so geben, wenn du haben willst, oder? Ich habe das 5 Mal oder so. Ich danke vielmals, ich muss aber ablehnen. Also ich bin leider kein nasser Sack. Alles klar. Vielen Dank, ich bin nur ein Drecksack. Ich will nicht in den Vlog. Du bist trotzdem drin? Jetzt gibt's endlich einen Platz zur Weiß. So, Rückzug. Das Mädchen ist gereizt. Der Rummel ist offiziell beendet. Der Rummel, der Trödelmarkt ist völlig fertig in der Birne. Das ist wirklich der verdammte Lifestyle. Ein Statement? Das hier ist auf jeden Fall noch die Errungenschaft des Tages. Es ist Wahnsinn. Hast du einen Schlüssel von meiner Wohnung? Kannst du den noch? Dann müsst du den mir mal irgendwann vorbeibringen. Ich muss mal vorbei. Geil, bitte pass gut auf den Elf. Da habe ich schon wieder so ein Weihnachtsgeschenk im Auge. Das ist so krank. Ich hoffe, der erste Atomkrieg kommt und die werden alle zum Leben erwachen. Das ja. Bild schicken wir immer wieder. Sind ein paar letzte Worte? Das ist alles ganz, ganz traurig. Ja. Wir wollten jetzt die Bluetooth-Box versenken. Ach, das waren Zeiten. Da habe ich wirklich einen Brief von der Stadt bekommen, die Fatzen. Ey. Oh, Konzentration, Mann. Die Szene ist wichtiger. Statement zur Sachlage? So reagieren Leute, die der Merch nicht heiligt. Ja, ich will nicht sterben, ich muss. Mit dem Statement? Ich grüße Ihnen. Haben wir heute schon eine Lungentransplantation bekommen? Ja, das haben wir heute schon mal angeschlossen. Hier wird mit zu wenig gesoffen. Bitte mal in die Runde filmen. Keine säuft hier. Ja, weil es nichts gibt, das ist halt wirklich das Problem. Das ist ein Zustand. Hier ist irgendwas massiv leckgeschlagen. Ein Schwanz! Junge, diese Spur, die geht bis dahinter! Das ist das große Geld, Alter, ich bin arm! Was hast du vernichtet? Alles. Ich hab gestern 70 Euro im Casino-Borsch gedrückt. Nee, scheißegal, lass es tropfen. Halt Abstand, lass dich tropfen. Alter, was? Junge, das macht. Ey, du machst mich so fertig, Alter, ich liebe dich! Das macht mich so krank! Was tropft denn da überhaupt? Die Blase ist geplatzt! Yeah. Die Blase muss weg, der Kombi muss jetzt weggeseicht werden! Hier! Ja. Uff! Ja, Honig! Ja! 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 Haltungsform 4. Und Bio. Wer ist der Haltungsform 4? Jawohl! Distanz. Haltungsform 1. Nur Maß. Der Rummel ruft. Na dann ab der Rummel. Sie sind die Hauptattraktion. Endlich bist du da. Ich bin die Hauptattraktion aus der Beerdigung. Schon wird das nächste aufgemacht. Das ist mein Mann. Muss es langsam angehen. Senninger Speck. Ja. Du säufst denn da eigentlich nicht? Du weg damit jetzt. Weil ich geisteskrank bin. Dann machen sie Hieroglyphen oder so. Scheiße, der Jägermeister. Ich unterschreibe einfach in Druckschreibschrift. Sehr schön, ich danke Ihnen. Das. Genau das. Jawohl.
Wo ist Enrico? Hau den um! Ah, ich habe mich blamiert, das war zu wenig. Ich muss jetzt was beweisen. Aber das klingt zu gut. Hau weg, ja, da hätte man ja noch mal dreimal gelegt. Oh ja, passabel, Brudi. Ja, meine Oma. Je, yeah. Läuft es, Bra? In der Tat. Je. Yeah. Kleb mich. Je. Statement. Junge, schickt mir Feed und schickt mir Fett. Das muss ich viel anschicken. Fetter Streamer, Junge, geil. So, was geht's denn? Na, geht doch. Oh, ist das geil. Es gibt nie genug Breakdance. Das gebührt übrigens schneller an diesen der gebührt an diesen Ehrenmann, der hat das ausgegeben. Danke. Mein Stefan. Ja, 10 von 10 muss der Mann treffen. Ja, das wird schon mal nicht. Hey, ist doch aber ab. Ich höre öfters. Jawohl, genau so wie ich das sehe. Mein Stefan. Hey, genau das. Fein, stopp, fein, oh ja. Es ist wirklich kein schönes Gefühl, nicht die halbe Flasche auf Ex zu trinken. Schmeckt sie dir? Nein, heute nicht mehr. Hier ist schön. Ja. Schweiß und man sieht auch den massiven Sonnenbrand. Ach du Scheiße. Aber von hier sieht es noch schlimmer aus. Guckt euch das an. Leck mich am Arsch, das tut so weh. Es gibt aber keinen ersten Drödelmarkt im Jahr ohne Sonnenbrand. Und mit diesen Worten. Ab und zu mal, Leute, ich sag mal gucken, was wir machen.